Ich spiele die Ente. Oh. Unterschiedlich. Also ich glaube, ich habe als allererstes mal das Originalkostüm angezogen bekommen. Und das ist ein großer Feder, ich will nicht zu viel sagen, aber ein tolles Kostüm, in das man sich schon mal reinfühlen konnte, was es so bedeutet, als Ente durch die Welt zu watscheln. Und dann natürlich aber auch mit dem Text und der Thematik des Lebens sowie des Sterbens. Und so viel dazu. Ja. So viel Lebensfreude und dass sie wahnsinnig gut staunen kann. Ja, ich finde auch, dass es, man könnte das eigentlich noch viel mehr machen, aber es wird ja irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich ausgeklammert, das Ganze. Aber eigentlich ist man damit täglich, wenn man sich darauf einlässt, konfrontiert. Und ob es bei mir im Privaten war oder auch meine Kinder, die irgendwann Fragen stellen. Und das ist eigentlich, dass ich merke, dass man auch ein bisschen eine Angst verliert, wenn man das Ganze mehr in den Alltag mit einbezieht. Weil man eigentlich permanent vom Tod und vom Sterben umgeben ist, wenn man darauf achtet. Genauso wie mit dem Leben. So. Ja, das vor allem, glaube ich, Erwachsene, aber da kann man dann danach nochmal drüber reden, viel dazu lernen können, dass Sterben nicht nur traurig ist, dass man noch ganz viel lernen kann. Dieser Dinosaurier ist Entes Begleitpartner, würde ich mal sagen, und gibt ihr ganz viel Kraft und damit verbringt sie ganz viel Zeit.